Blüten mehr. Der Bärlauch blüht jetzt überall. Bald ist es mit dem vorbei. Ja, servus die Marlon und grüß euch die Buben. Naja, ich bin wieder mal unterwegs. Nein, nicht. Wir haben es zwar heute nicht so besonders schön, es ist komplett drin, wir haben auch nur 12 Grad, also es ist da relativ frisch, aber ich möchte gerne mal wieder raus. Naja, eigentlich wie immer. Und will mir eine Kleinigkeit kochen. Wir haben jetzt so, wie spät haben wir jetzt? Wir haben jetzt schon 13 Uhr, also ist Essenszeit ist schon lang vorbei. Gut, die besseren Leute essen ja später, so wie ich quasi. Und ja, ich suche mir da herum wieder mehr Platz, dschungelmäßig ist eh klar. Und werden wir eine Kleinigkeit kochen. Einen neuen Koch habe ich dabei, den werde ich mal kurz zeigen, aber da mache ich dann ein eigenes Review dafür dann. Oder eine Vorstellung, sagen wir so. Ja, aber jetzt suchen wir sich mal einen Platz, weil der Dürre meldet sich. Also, gehen wir. Ja, heute glaube ich, habe ich gar nicht lang suchen müssen. Das Platzl da gefällt mir eh ganz gut. Ja, die Bäume schauen auch gut aus, die eine dahinter, ja, der ist mir wurscht. Der liegt in die andere Richtung. Und ich glaube, das werde ich nehmen. Ja, dann hat mir noch die Caro im letzten Video geschrieben, ich soll da mal Fell einmal umgekehrt wickeln, also mit der Innenseite außen und mit Fell innen, dann wird es natürlich auch nicht so dreckig, so schnell. Habe ich natürlich sofort umgesetzt. Danke, Caro. Und wird natürlich in Zukunft auch nicht mehr verkehrt gewickelt. Ja, Freunde. Platzl ist alles hergerichtet. Haben wir schon alles zusammengepackt. Und was haben wir heute dabei? Ja, ich habe heute dabei Chibabchichi. Dann habe ich noch eine Zwiebel dabei, die möchte ich mal schneiden, wenn wir so gemütlich dazu verspeisen. Eine Kartoffel und heute gibt es sogar mehr einen grünen Salat dazu. Ne? Ja, das Ganze mache ich mal in einem neuen Kochsystem. Ich werde es sicher mal in einem nächsten Video vorstellen. Das ist das AB3 Deluxe, ist sowieso ein Jetboil auf die Art, nur kostet nur die Hälfte. Und ist natürlich aus meinem Lieblingsshop von Bastian. Danke Bastian, der hat mir den nämlich gesponsert. Also ich habe für den nichts gezahlt, sage ich euch gleich. Hab den gesponsert gekriegt und werde natürlich auch sicher verwenden und vorstellen für ihn auch. Das ist so ein System eigentlich wie der Jetboil, hat auch unten da so Riffen, was weiß ich, wie man das nennt. Und ist eigentlich alles dabei. Es gibt dann ein zweites System, ich habe das Deluxe, da ist der Aufsatz dabei, dass man auch Töpfe draufstellen kann. Ich habe da jetzt herinnen eine 100 Gramm Kartuschen. Und ja, ich bin halt so Tierchen drin, ich mag das nicht, wenn das schäbert, das ist, wisst ihr, das ist nicht meins. Dann haben wir da den Brenner dabei mit Piezo-Zündung und für die Kartuschen einen Standfuß. Aber wie gesagt, das und ein 800 ml Topferl mit Griff, schön, perfekt. Ja Freunde, so schaut das jetzt aus, kann man natürlich auch mit einer 250er, 500 oder sonst was bedienen und der Aufsatz kommt da oben drauf. Wie gesagt, das ist die Deluxe-Ausführung. Der rast da mit den Füßen rein, dann vertrat man es ein bisschen und dann ist das auch schön verriegelt. Ja, eins, was ich noch dazu sagen muss, also da, das geht sich mit so kleinen, wirklich verdammt knapp aus, aber das kennt ihr mir ja. Ich bin ja immer mit diesen Lüftergitter unterwegs. Das ist das Beste, was es gibt, da passt alles drauf. Perfekt, oder? Eben. So, wenn ich mal wieder blutzelt, schneide ich mal wieder meine Kartoffel.
eine Zwiebel, aber die werde ich nur so essen. Dann nehmen wir nur eine halbe. Ja. Und einer damit einmal. Ja. Ich habe mir natürlich ein Dressing mitgenommen für meinen Salat. Und ja, ich habe im Miesegras eine Schüssel wieder daheim. Also ich traue mir es gar nicht nehmen. Das ist so super. Da nehme ich lieber die Pulling 0815 da. Ich weiß nicht, die sind so geil. Das hat er so top gemacht. Ja, ich werde es sicher nehmen, aber nicht für so. Ja, und vor allem mit das ist man auf der sicheren Seite. Das ist schon fix fertige Marinade von daheim. Den schmeißen wir da drüber. Ja, dass der ja einen Windschutz hat, ist das natürlich optimal. Also perfekt, würde ich sagen. Ja, Freunde, schaut das nicht lecker aus, ha? Ja, Freunde, dann wünsche ich euch und mir eigentlich Mahlzeit, oder? Wieder mal extrem exquisit. Passt herrlich dazu. Und auch der Zwiebel isst den so gern. Ja, dann habe ich eine Frage an euch. Ich meine, ich habe was vor. Ich schätze, das Interesse wird da sein. Und zwar möchte ich in Zukunft so eigene Kochserien machen. Intro ist schon alles fertig und wird dann in etwa so sein, dass ich eigentlich nur mehr rausgehe auf meinen Platz und richte schon mal alles her und fange dort nur zum Kochen an. Ohne irgendwelche Wege dazwischen, sondern wirklich nur ums Kochen und Verspeisen. Wenn da Interesse dran liegt, dann schreibt es uns bitte unten in die Kommentare, aber ich denke, ich werde es einmal machen. Schauen, wie es ankommt. Aber es interessiert mich natürlich, wie es ist, dazu steht. Ja, aber ich schmerze euch jetzt nichts vor. Foto habt ihr eh schon gesehen von dem Papi essen und ich werde jetzt einmal anschalten und in Ruhe essen, solange es noch warm ist. Also, bis später. Energy. Ich hoffe, das Wetter halt durch. Ein bisschen drüber wollen. Ja, und nach dem leckeren ausgiebigen Essen gehört natürlich ein Käffchen danach. Und dazu machen wir das jetzt natürlich da herinnen. Das sollte ratzfatz gehen. So. Natürlich wieder mein GSI. Das sollte heute reichen. Heute trinken wir mal ein bisschen mehr wieder. So, dann kann man den da einrasten. Der hat da so eine Nut. Da rast er ein, da kann man dann auch holen. Wasser rein. Und dann zünden wir das Ganze wieder. Deckel drauf. In 2 Minuten soll es soweit sein. Er kocht zwar noch nicht, aber genauso passt es. Ich brauche nämlich nicht kochen. Es ist, geht wirklich ratzfatz. Dann treibt man den so raus und kann man aushängen. Dann kommt das da rein.
jetzt ein bisschen umrühren. Genau. So, jetzt setzen wir den einmal an. Und jetzt warten wir 2-3 Minuten und dann pressen wir rein. Also ich muss gestehen, dieses Kochsystem ist sicher nicht schlecht. Also das heizt so schnell, das ist gewaltig. Ja, wie gesagt, die anderen heißen Jetboil, sind genauso nachgebaut in einem Jetboil und kosten nicht nur die Hälfte natürlich. Da gibt es zwei Versionen. Die eine Version gibt es ohne diesen Aufsatz. Da ist halt nur der Teil und ohne den Aufsatz, der ist glaube ich um 10 Euro billiger. Ich verlinke euch die Seiten natürlich von Bastian unten in der Beschreibung und natürlich das Teil auch, falls sie wen interessiert. Also pipi feinst. So, dann werden wir es einmal schön langsam pressen. Herrlich. Herrlich kann ich nur sagen. So, ein bisschen Kaffeewasser, ein bisschen an Zucker, weil ich ein süßer Bub bin. Ja, und weil der immer so heiß ist da drin, werde ich mir den in einen, ein Becherl mit, werden wir den umfüllen. Und Gott zufällig, das ist der Snowpeak, der 450er in Titan. Und da passt zufällig der da super rein, nur so nebenbei. Ja, Freunde, meine Krankensessel, ihr wisst, sie sind meine ersten, was ich wieder grüße. Und dann an alle gesunden. Freunde, ich hoffe, wir haben das Ganze bald überstanden. Ich sehe schon langsam im Anklinger, passt eh so. Und ich wünsche euch trotzdem alles Gute, bleibt noch gesund. Prost! Ah, jo, passt. Ja, wie heißt es so schön? Altes Sprichwort, warum in die Ferne schweifen, denn das Gute ist so nah. So, da, die ersten hätten wir erledigt. So, da haben wir wieder mal ein bisschen Nudeln. Haben wir nicht viel gesessen. Jetzt ist der Reno aufgeschreckt, das regt sich gerade auf und bellt ordentlich. Wir gehen trotzdem. Das regt sich immer noch auf. Die haben ein Stück gleich da drin sein. Da muss man ganz schön aufpassen, weil man sich da oft nicht an, was drunter liegt. Ja, Freunde, das war's einmal wieder. Bin fast auf meinen Ausgangspunkt angelangt. Nur mehr ein paar hundert Meter zum Auto und da wird auch nichts mehr Besonderes kommen. Ich kann mich bei euch immer wieder bedanken, dass ihr dabei wart, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, gesund bleiben und servus die Malen und pfiat euch die Buren.